Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir hier Sidequests begonnen. Und dieser Part hier ist nochmal nachgestellt. Nichts von alledem, was danach so sein wird, wird so sein. Denn ich durfte nochmal von Laurent mittendrin nachspielen bis hierhin. Weil diese Tonaufnahme sich, die Videoaufnahme sich von 15 Minuten oder 16 Minuten eher gesagt auf glatte 3 Stunden gestreckt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen nochmal nachgespielt. Und wir sehen dann halt jetzt nochmal die Sequenzen, die wir verpasst haben. Aber hauptsächlich habe ich mich in diesem Part eigentlich aufgerüstet. Aber 2.10, wichtig und so. Also müssen wir zeigen. Oder eher gesagt, ich muss es zeigen und erstmal in den guten Händen. Is it safe to leave Drisel behind? Oh, I assure you that I'm not the only one looking out for her. The house staff has served the Sherrill family for years, and the citizens of Sherrillton are always supportive. It's all due to Lord Klein's fair leadership. It's not just that. Drisel works really hard to stay strong. She's so cool! No wonder she's Ellie's friend! Indeed. We are all quite proud of our young lady Cheryl. Let's all strive to make her as proud of us. Leas Aufzeichnung. Achso, ich glaube, das hatten wir schon. Das habe ich nur nicht gezeigt, als es soweit war. Von daher skippe ich das jetzt einfach mal. Hier stimmt ja sowieso nicht alles. Wenn nicht, dann müsstet ihr pausieren und schnell lesen. Aber ich bin der Meinung, es war nur in guten Händen. Ich glaube von dir. Fest. Könntet ihr eine Lieferung für mich nach Sheridan bringen? Es ist eine wertvolle antike Vase. Wenn ihr sie unbeschädigt dorthin bringt, zahle ich euch einen guten Preis für die für eure Mühen. Oh, diese Quest habe ich in diesem Part auch noch gemacht. Hervorragend. Dann bringt diese Vase bitte unverzüglich zum Antiquitätenladen in Sheridan. Und seid ja vorsichtig, dass ihr eine das ist eine echt Schluck auf, like always, Ifrit, gebrannte Vase. Der Ladenbesitzer bezahlt euch. Dämonenscheiß, genau dasselbe ist an derselben Stelle im letzten Part passiert. Mit dem Schluck auf. wenn ihr sie abliefert. Aber auch nur zweimal, ne? Das ist die Sache. Okay, aber jetzt erstmal aufrüsten. Das kann ich mich aber, kann ich eh nicht so machen wie vorher. Aber ich mach's jetzt so, dass es sich da ähnelt. Was ich vergessen kann, weil ich in der Mine nichts gesammelt habe. Ich bin einfach nur durchgelatscht. Bedeutet, ich kann hier kaum was machen. Naja. Silphenflügeln hat Jude jetzt aber. Bleistab. Huch. Ah, das ist jetzt doof, dass ich nicht dieselben Materialien habe. Kann man auch nicht so zeigen, was man jetzt alles aufgerüstet hat und was nicht. Was stimmt. Ich glaube, ich habe bei jedem ungefähr 6 Level-Ups hinbekommen. Und jetzt schaffe ich nur ein. Oh Gott. Ja, 6 Level-Ups sind schon etwas mehr als das hier. Ah ja. Ja, das ist schön doof. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, dass ich das denn auch wieder machen kann. Wer ballert hier draußen rum? Ach, egal. Auf jeden Fall Zubehörladen. Steinwehr, Kriegswehr, Ausdauer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt schon dieses 100% Widerstandsfähigkeit habe oder so. Auf jeden Fall haben wir beim Ring Geschick, also Gewandtheitsring, warum nicht Geschicklichkeitsring? Gewandtheitsring, Schnelligkeitsring, Ausdauerring. Auf jeden Fall hatte ich von jedem, ja, das hier hatte ich auch schon, freigeschaltet. Vollkommene Immunität gegen Betäubung, das habe ich auch gehabt. Beim Rest bin ich mir gerade nicht so sicher, aber einiges schon. Lichtumhang, an den kann ich mich nicht erinnern. An diese schönen Stiefel leider auch nicht. Aber das Ritterwappen, das haben wir. Freigeschaltet, also nicht gekauft. Ich habe mir sowieso nicht so viel gekauft, aber was soll's. Die Silphenflügel habe ich gekauft. Den Bleistab habe ich auch gekauft. Ich meine, sie ist jetzt erst beim Erdattribut, während wir jetzt Wind haben. Also eine Waffe
hängt sie hinter. Liegt aber eigentlich auch nur an den Punkten. Und ja. Was soll's, kann man machen, nichts. Ein Silbermantel. Rostschutz. Und da ist mein Geld auch schon hin, weil ich nicht so viel geholt habe, gekämpft habe, was auch immer. Silberhut. Ah. Das ist schön doof. Aber okay. Kann man machen, nichts. Nach diesem Part wird sowieso einiges anders sein. So, wir sollen jetzt nochmal irgendwie an die Stelle mit dem Wasser gehen in der Nähe vom Gasthaus. Das Gasthaus ist hier. Hier war... Ja, hier kommt nochmal was. Und das habe ich nicht gehabt im letzten Part. Ein Sonnenuntergang über dem offenen Meer. Davon träumt jedermann. Fehlt nur noch eine Frau, Evan. Ne? Fehlt nur noch eine... Oh Gott. Ich frage mich, wie weit die Welt wohl reicht. Dieses Meer ist ein Binnenmeer. Auf der anderen Seite liegt Rushugar. Ja, das weiß ich doch. Haha. Hast du denn gar keinen Abenteuergeist, Miller? Jeder Mensch träumt davon, bis an den Rand der Welt zu reisen. Interessierst du dich für den Rand der Welt, Jude? Natürlich. Fragt sich nicht jeder, wie es dort ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden irgendwann am Rand der Welt sein. Also, Rand der Welt, in Gänsefüßchen. Die Menschheit hat Rizomax ja noch nicht vollständig erforscht. Obwohl Rushugar als auch Orjul haben Expeditionen bis über die Grenzen der bekannten Welt hinausgeschickt. Aber keiner davon hat es bisher sehr weit gebracht. Obwohl wir mittlerweile Geisterarzt entwickeln können, können wir noch nicht einmal die große Größe unserer Welt messen. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum kümmert euch das? Ihr habt doch genug Land, auf dem ihr leben könnt. Dann geht's ja nicht, aber naja, einige sehen das so. Warum sollen Menschen ihre Leben riskieren, um nach unbekannten Orten zu suchen? Und irgendwie habe ich einen totalen Frosch im Hals. Am Anfang des Partys, das passt total nicht. Weil wir verstehen wollen, was wir noch nicht wissen. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Träume kann man nähen. Träume, ha? Huh? Und... Ich müsste den Frosch erstmal aus dem Hals bekommen. Ah, den hatten wir auch schon angesprochen mit dem ultimativen Knoten. Aber ja, eigentlich sind wir jetzt hier auch schon soweit durch. Soweit ich mich recht entsinne. Die Sidequests, die ich gemacht hatte in dem Part davor, habe ich auch nochmal nachgeholt, damit sie nicht triggern, wenn ich jetzt hier drin vorbeilaufe. Zum Glück ist die Funktion Sequenz überspringen. Und ich wusste gar nicht, dass der Boss in der Mine... sehr einfach ist, wenn man vorher die ganze Leiste voll hat. Der war so easy danach, obwohl ich überhaupt nicht gelevelt habe davor. Habe ich 2 Level-Ups in diesem Kampf bekommen. Gut. Ja, wobei, dann ist der Part jetzt kürzer, weil ich die ganze Ausrüstung-Kram-Dings nicht habe. Dann muss ich jetzt nach den 4 Parts, die ihr sehen werdet, nach diesem Part, am Anfang des Parts erstmal meine Ausrüstung zeigen, damit es wieder so ist. Oder ich mache das am nächsten Shop. Damit ihr auch das Level seht und so. Naja, wir haben eine Quest für Sheraldon. Und bei Sheraldon gibt es noch andere, aber die werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Bedeutet, der Part wird etwas kurz. Aber was soll's, ist ja nur nachgespielt. Du, Tibi. Ah, ihr seid es wieder. Schön, euch zu sehen. Moment mal, ihr liefert mir eine Vase vom Antiquitätenhändler im Lakutam Seehafen? Ah, der Typ, der bei mir auch die Seefried gebratenen Teetassen verkauft hat. Der mir, nicht bei mir, mein Gott. Ja, also diese, in Anführungsstrichen, von Ifrit gebrannten Teesachen, ja. Ich hätte mir denken können, dass irgendetwas faul ist, als er zum ersten Mal einen Fremden mit einer Lieferung geschickt hat. Ach, keine Sorge. Ihr habt nichts falsch gemacht. Selbstverständlich werde ich euch eure Arbeit bezahlen.
Ich betrachte es einfach als das Lehrgeld, das ich zahlen muss, um Menschen besser einschätzen zu lernen. Ja. So ein Typ. Sowas gab es nicht. So. Damit hätten wir jetzt eigentlich Habert des Affenkönigs bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal gezeigt habe. Ich glaube schon. Das so aussieht. Ja. Was auch immer ich da hatte. Ich glaube das hier. Wayne. Wird er alles gerne hat, Jo. Wobei, eigentlich muss ich den Part nicht beenden. Ich kann einfach einen Speicherstand laden. Ich habe ja euch das nur gezeigt. Das ist ja eh gespeichert. Der Speicherpunkt sieht gut aus. Für den nächsten Part auch noch. Gleich geladen. Also für den vierten Part nach dem. Wobei ich auch nicht weiß, was ich hier gerade am machen war. Gute Frage. Ja, ihr seid in der Zukunft. Nach Xandu, okay. Ich glaube, ich habe alle Nebenereignisse geschafft. Rahmen schwarzen Federn, Fortsetzung folgt. Beschaffe Pfirsich, Elefantenstoßzahn, das haben wir auch nicht. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt. Yo, etwas abgeben. Beim alten Mann in Laurent melden. Melde dich bei Warwick in Laurent. Okay, in Laurent müssen wir noch zwei Sachen angeben. Abgeben und den ultimativen Haarknoten. Da fällt uns noch von daher, also von den Quests, das werdet ihr sicherlich jetzt noch mitbekommen, die letzten Parts. Nächsten Parts, mein Gott, ich bin nicht. Ich komme total durcheinander. Gut. Ausrüstung. Jude hat die Silphenflügel. Schutzhelm. Sicherheit geht vor. Ja, warum auch immer. Kampfpanzer. Nicht den Brustschutz, schon ein Kampfpanzer, woher auch immer ich den habe. Stiefel bleiben. Aber er hat halt die Streberbrille, die wir wahrscheinlich noch finden werden. Und so. Das ist immer noch dasselbe. Aber er hier, der Betäubungstalisman. Kampfanzug, auch ein Schutzhelm. Und den Sturmbringer, auch Winterattribut. Damit waren die Gegner in dieser komischen starken Mine einfach, wo ich Game Over gegangen bin. Ach fuck, das wird ja auch noch kommen. Glaube ich. Nee. Nee, Quatsch, das war ja schon. Da bin ich ja zuerst hingegangen, bevor ich die Mine gemacht habe. Bleistab. Viertelstab, ja, Bleistab. Falsch. Erdantribut. Illusionskrönchen. Kampfpanzer auch für sie. Lederstiefel bleiben. Sie hat auch das. Aber ein Windumhang. Silbergewand. Streifenband. Und eine Luftroute. Allein der Name. Luftroute. Rubinstab hat der Erdelement. Okay, ich habe mich gerade gefragt, wie hieß ihre Waffe mit dem Erdelement. So, sie hat eine Harpienschneide. Harpienflügel, Luft und natürlich Wind. Silberhaarreif. Silbermantel und Lederstiefel. Und ich werde Leia so lange im Team haben, bis Jude, Herzi und Leia, und dann werde ich mal gucken, was ich mache. Yo. Er hat einen Mundstein. Erhöht TP um 30%. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Silbermantel, Schutzhelm und Wirbelwind. Wie man da aufs Windattribut kommen kann, ich habe keine Ahnung. Das ist meine momentane Ausrüstung. An Objekten. Boah, Spezial, Spezial Plus. Naja. Von den Salber, sollte ich da was verwenden? Ich bin ja eher der Meinung nicht, aber wir haben gerade so viel. Warte mal, was bringt das überhaupt? KP, FP, TP. Stärke, Vitalität, psychische, ist egal. Intuition, Bewegung, Geschick. Bewegung, Intuition, Geschick. Achso, alles um 2 oder 3. What? What? Um 3, okay. Warum auch immer. Viel hat sich nicht geändert. Das Level der Shops werdet ihr sicherlich noch irgendwann sehen. Aber was ich jetzt nochmal machen kann, ist auch hier. Gehen wir nochmal in die Autoobjekte. Wir haben ja mehr
bekommen Trank des Lebens, ein mitglückiger K.O. Zwei Mitglieder sind K.O. Ja, hören wir mal auf zwei, aber eins kann ich auch so machen. Vielleicht tut das auch nicht Not. 10 verlorene, 10 verbleibende Objekte, ja, passt. KP unter 20%, TP unter 20%. Irgendwas hat sich ja geändert, Allheilmeldetrank. Ja, kommt drauf an, was wir hier noch zufügen, ne? Elixiere sicherlich nicht. Kräftige Schmarrnkerl. KP der ganzen Gruppe wieder her. Extrem teure Arznei. KP von 2 oder mehr Mitgliedern unter 3. Alle, wenn alle Mitglieder unter 20% sind. Dann. Mein Gott. Schon für den seltensten Fall. Aber ich habe keine Ahnung, was jetzt hier neu sein sollte. Von daher. Ich habe aber nur einen. Also sagen wir mal 0, sonst kommt er nie zu Vorschein! Allerdings, wird's dann doof sein. Warum schalte ich auf Arts? Weil ich auch hier auf halbautomatisch stelle. Das wurde mir gesagt, vielleicht verfehlt da nicht so viel. Wäre nice. Jo. Das wär's dann so, was ich so gesehen nachzuholen hätte. Die ganzen Level-Ups, die werdet ihr noch mitbekommen. Die hätten im letzten Part eh nicht gestimmt. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Was ich schon längst gemacht habe. Also bis zum übernächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.